Schönen guten Tag gemeinsam in die Gruppe. TLOK unterstützte Kommunikation im Distanzlernen. Was ist unterstützte Kommunikation? Unterstützte Kommunikation ist ein pädagogisch-therapeutisches Interventionskonzept zur Förderung der Sprache, zur Förderung der Kommunikation für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die aufgrund einer Schädigung, aufgrund einer schweren Behinderung nicht oder nicht mehr sprechen können. Das heißt, sie verfügen nicht mehr über eine Lautsprache, die von anderen verstanden wird. Unterstützte Kommunikation wird eingesetzt, um Sprache zu ersetzen, also als kompletten Ersatz, sprachersetzend, wird aber auch eingesetzt, um Sprache anzubahnen. Zum Beispiel kennen Sie das vielleicht bei Kindern mit Down-Syndrom, die nutzen dann noch zusätzlich Gebärden und das Gebärden hilft ihnen, zunehmend in die Lautsprache zu kommen. Oder es wird eingesetzt, sprachergänzend, wenn beispielsweise bei Menschen mit Aphasie, bei schwerer Aphasie, sie nicht mehr die Möglichkeit haben, das so auszudrücken, was sie ausdrücken wollen. Ihnen fehlen Worte, ihnen fehlt die richtige Beschreibung und dann nutzen sie unterstützte Kommunikation, Mittel der unterstützten Kommunikation, um sich besser zu verständigen. Das heißt, Ziele der UK ist, selbst besser verstanden zu werden, auch gleichzeitig selbst besser zu verstehen, also mit den Hilfen der UK, also zum Beispiel mit Hilfen von Symboltafeln, mit Symbolen, besser auch Inhalte zu verstehen, den semantischen Gehalt zu verstehen. Und das soll dann dazu beitragen, dass die Menschen auch zunehmend wieder mehr selbstbestimmt entscheiden können, also in die Selbstbestimmung kommen, raus aus der Fremdbestimmung, rein in die soziale Teilhabe. Das schließt sich an das, was Herr Köpke am Anfang gesagt hat, die Bewohner mehr teilhaben zu lassen. Da würde ich sagen, unsere UK-Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen mehr teilhaben zu lassen am ganz normalen Menschsein, an der Interaktion, an Kultur, an das, was für uns alltäglich ist, Lesen und Schreiben und selbstbestimmt den Alltag erleben und gestalten zu können. Um das umzusetzen, haben wir einmal nicht elektronische Hilfen. Das sehen Sie oben auf den ersten drei Bildern. Das sind Kommunikationstafeln oder Ordner oder aber auch der Einsatz von Gebärden. Das sind manchmal etwas vereinfachte Sprache, nicht die deutsche Gebärdensprache, sondern unsere Lautsprache unterstützenden Gebärden helfen den Kindern, sich zu verständigen. Alternativ dazu gibt es natürlich auch komplexe Kommunikationshilfen, elektronische Hilfen mit Augensteuerung, also ganz unterschiedliche Systeme, die über Symbolkommunikation relativ schnell Aussagen oder auch komplexe Sätze produzieren können. Wer ist zuständig? Wir haben eigentlich eine vergleichsweise klare Regelung auf den ersten Blick. Wir haben einmal die Hilfsmittelversorgung, hier zum Beispiel mit einer elektronischen Hilfe, ist geregelt durch das SGB V und im Hilfsmittelkatalog sind die Geräte gelistet. Und dann haben wir natürlich im medizinisch-therapeutischen Bereich, hier für grün, mal mit grün bezeichnet, die Sprachtherapie, die natürlich für Kommunikation und Sprache zuständig ist. Aber die Sprachtherapeuten sind in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern, kaum ausgebildet in der Nutzung von unterstützter Kommunikation. Und wir haben sogar in Deutschland die besondere Situation, dass UK noch nicht mal im Heilmittelkatalog enthalten ist. Die Sprachtherapeuten sollen zwar ausbilden, sind für Kommunikation zuständig, für Sprache, Sprachentwicklung, haben aber gar keine Ausbildung. Und das ist einmalig in der Welt, weil im gesamten angloamerikanischen Bereich ist UK selbstverständlich Ausbildungsgegenstand der Sprachheilpädagogen oder Sprachtherapeuten. Das hat historische Wurzeln, kann ich jetzt nicht darauf eingehen, ist aber eine Besonderheit in Deutschland. Das heißt, in Deutschland hat sich in den Anfang der 90er Jahre der Ansatz der unterstützten Kommunikation über die Schulen für körperbehinderte Kinder, für körperlich-motorische Entwicklung und über die Förderschulen geistige Entwicklung oder sogenannten geistigbehinderten Schulen etabliert. Das hat sich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren sukzessive in den Förderschulen als pädagogischer Ansatz etabliert. Bei einer Untersuchung, die ich Anfang 2000 durchgeführt habe, konnten wir dann noch feststellen, dass auch 10
12, 15 Jahre nach Einführung der UK in Deutschland die Sprachtherapeuten immer noch nicht sich zuständig fühlen für Kinder, die nicht über Lautsprache verfügen. Das heißt, 76% der nicht sprechenden Kinder an den körperbehinderten Schulen haben keine Sprachtherapie bekommen von den Sprachtherapeuten, Logopäden. 90% haben auch keine UK-Förderung bekommen von den Sprachtherapeuten oder Logopäden. Das ist also hier nochmal eine Besonderheit, die wir hier in Deutschland vorliegen haben. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine große Versorgungslücke und die gesetzliche Krankenversicherung hat hier eigentlich eine Zuständigkeit, aber die wird nicht gefüllt. Und wir haben auch ein großes Ausbildungsdefizit im Bereich der Logopäden, Sprachtherapeuten. Das hat sich in den letzten 15 Jahren verändert, aber es braucht natürlich 10, 15, 20 Jahre, bis dann die neu ausgebildeten Logopäden mit etwas mehr UK-Wissen dann auch in der Praxis sind. Zurzeit ist es so, dass die Praxis angewiesen ist auf Logopäden, Sprachtherapeuten, die eigeninitiativ Weiterbildung durchgeführt haben und sich weitergebildet haben. Die UK-Versorgung ist eigentlich Aufgabe der GKV, weil in der GKV festgelegt ist, weil in SGB 5 festgelegt ist, dass die GKV dafür Sorge tragen muss, dass eine drohende Behinderung vorzubeugen ist, dass eine bestehende Behinderung auszugleichen ist, zum Beispiel bei Zerebralparese, bei geistiger Behinderung, bei Schädel-Hirntrauma, zum Beispiel hier mit einem UK-Hilfsmittel. Also das Kind kann nicht mehr sich artikulieren, braucht ein Hilfsmittel und damit wird die bestehende Behinderung, soll sie ausgeglichen werden. Oder im Anschluss der Hilfsmittelversorgung soll der Erfolg der Heilbehandlung sichergestellt werden. Also die sogenannte Gebrauchsschulung, das Einüben in das Gerät, in die Nutzung des Gerätes, sozusagen der Führerschein für das Gerät, weil da natürlich eine linguistische Struktur hinterlegt ist, die sich nicht immer sofort erschließt. Ziele der UK-Versorgung nach SGB 5 und SGB 9 oder Bundesteilhabegesetz sind die Vermeidung von Vereinsamung. Ganz basal, Mensch sein, Kommunikation ermöglichen, Interaktion ermöglichen. Ziele von UK-Versorgung ist auch, Voraussetzungen zu schaffen, dass Bildung ermöglicht werden kann, dass ein Grundwissen, ein Schulwissen ermöglicht werden kann. Also die Krankenkassen sind nicht für die Bildung zuständig, aber die Voraussetzungen bereitstellen, zum Beispiel, dass sie Gebärdenschulung oder dass sie elektronische Kommunikationshilfen finanzieren, damit Bildung ermöglicht werden kann. Selbstständige Lebensführung ermöglichen und soziale Teilhabe, das hatte ich eben auch schon gesagt, die Integration in die Gruppe altersgleicher soll ermöglicht werden. Das ist also Aufgabe der GKV. In der Praxis sieht es so aus, dass das zurzeit sehr häufig Lehrkräfte übernehmen, weil die medizinisch-therapeutische Berufsstand, der hier vor allen Dingen Sprachtherapeuten, ein großes Defizit aufweist und das in Deutschland hier noch nicht entsprechend verbreitet ist. Vor dem Hintergrund haben wir am 20.01. unsere erste von drei Tele-UK-Konferenzen hier in NRW durchgeführt. Das war eine sehr spontane Einladung nach dem Weihnachtsferien-Lockdown Verlängerung und wo wir festgestellt haben, es ist ein großer Not, großer Bedarf an Austausch. Also am 18.01. haben wir eingeladen über alle Schulleiter der Körper- und geistig behinderten Schulen in NRW und wir hatten am 20.01. über 300 Teilnehmer, also 350, 400 müssen es ungefähr gewesen sein. Zoom hat nur 300 zugelassen. Am 3.02. wir haben spontan eine zweite Konferenz einberufen, waren es 250 Teilnehmer. Da hatten wir leider einige technische Probleme, so dass viele Teilnehmer rausgeflogen sind aus ihren Workshops, sodass wir beim dritten dann nur noch 130 Teilnehmer haben. Aber angesichts der Tatsache, dass wir nur 116 geistig behinderten Schulen und 34 körperbehinderten Schulen haben, ist das also, jede Schule ist im Grunde vertreten gewesen.
UK im Distanzlernen. Ist das überhaupt möglich bei einer Personengruppe, die so schwer beeinträchtigt ist? Also ist das Realität oder Utopie? Die Idee, die wir haben und weswegen ich das jetzt hier gerne vorstellen möchte, was können wir aus den Erfahrungen ableiten, aus den Erfahrungen der Lehre ableiten für spätere Teletherapie, für spätere Tele-UK-Therapie? Es haben ein Drittel aller KME-Lehrer, KME-Schulen haben teilgenommen und, Entschuldigung, und 60% der Lehrer an Förderschulen, Entschuldigung. Wir hatten 278 Teilnehmer bei der ersten Befragung. Sie sehen 83% Lehrkräfte und nur 6% Therapeuten. Also das spiegelt nochmal die Diskrepanz zwischen Lehrkräfte, die für UK zuständig sind, und Therapeuten, die sich für UK verantwortlich fühlen. Schauen wir mal auf die Bezugsgruppe der Schüler. Das sind die Blauen. 47% der Befragten haben gesagt, die Technik bei dem UK-Nutzer fehlt. 47% der Befragten haben auch gesagt, die Begleitung bei dem UK-Nutzer, also bei dem Schüler, fehlt. Und deswegen können wir zurzeit Tele-UK-Förderung nicht durchführen. An dieser Stelle vielleicht schon mal ein kleiner Hinweis. Wenn die Technik beim UK-Nutzer fehlt, also zusätzliche Technik, die wir brauchen, zum Beispiel eine zweite Kamera, dann stellt sich hier die Frage, wer ist dafür zuständig? Wer ist für die Bereitstellung der zusätzlichen Technik zuständig? Ist das Aufgabe der Schule oder ist das Aufgabe der GKV? Um Bildung, um die Voraussetzungen zu schaffen, um Bildung zu ermöglichen. Diese Frage ist bisher noch nicht gelöst, hat sich hier aber sozusagen das erstmalig gestellt. Das Umfeld lehnt Tele-UK ab und deswegen können wir keine Tele-UK durchführen, haben immerhin fast jeder zehnte Familie gesagt. Was war auch nochmal erstaunlich, dass das eben auch von einigen Eltern abgelehnt wird. Auf Seiten der Lehrer, wurde deutlich, dass denen knapp bei der Hälfte aller Lehrer Erprobungsmöglichkeiten fehlen. Das heißt, ihnen fehlen Erfahrungen und das Wissen zur Umsetzung fehlt. Das heißt, es ist ein technisch höherer Aufwand, es ist ein höheres Setting. Und hier haben die Lehrer gesagt, wir bräuchten mehr Erfahrung, wir bräuchten mehr Raum, auch um das erproben zu können. Interessanterweise ist es so, dass die Technik bei den Professionellen eigentlich, also bei den Lehrkräften eigentlich nicht so sehr fehlt. Nur 8% haben gesagt, ich traue mir das eigentlich nicht zu. Das ist eigentlich erstaunlich wenig aus Lehrkräfteperspektive. Ein überraschendes Ergebnis war, dass 23% der Befragten, der Lehrkräfte gesagt haben, auf die Frage, welche alternative Kommunikationsformen würden Sie denn bei der Tele-UK-Förderung bevorzugen, dass Sie gesagt haben, Gebärden. Gebärden ist deswegen interessant, dass das hier so stark hervortritt, weil wir aus der hörgeschädigten Pädagogen, aus der deutschen Gebärdensprachvermittlung immer wieder hören, man braucht den dreidimensionalen Raum, um die Gebärden verstehen zu können, um das Setting umsetzen zu können. Hier sagen die Lehrer, nee, wir kriegen das auch so hin, das brauchen wir nicht, die Gebärden sind so bedeutsam und die haben sich auf den Weg gemacht und sind hier vielleicht tatsächlich schon einen Schritt weiter in der didaktischen Vermittlung. Interessant vielleicht noch hier an der rechten Seite, hohe elektronische Kommunikationshilfen mit hoher Komplexität, das sind so Kompaktgeräte mit einer sehr komplizierten linguistischen Struktur, die auch gute Grammatikfunktionen haben, die deklinieren, konjugieren können. Das trauen sich dann eher nur 5%
der Lehrkräfte zu, weil man da eben auch ständig auf das Gerät gucken muss und muss dann sozusagen neben dem Kind eigentlich sitzen und ihn dann auch da durchführen durch die Struktur. Hier mal ein Beispiel. Wir haben dann verschiedene Workshops angeboten in der zweiten und dritten Tele-OK-Konferenz. Hier haben wir dann einen Best Practices Workshop zum Tele-OK mit Gebärden gemacht. Und da haben eben eine ganze Reihe an Teilnehmern teilgenommen, haben selbst auch ihre Erfahrungen geteilt oder ein anderes, in einem anderen Zoom-Workshop haben wir Best-Practice-Beispiele zum Thema Umgang und Förderung mit elektronischen Kommunikationshilfen, mit sogenannten Talkern gezeigt und Informationen geteilt und Erfahrungen geteilt. Also wir hatten immer einen Referenten und dann gab es Zeit, auch selbst Erfahrungen mit beizusteuern, Ängste, Erfahrungen, Komplikationen. Es war also sozusagen das Teilen von Informationen der Lehrkräfte aus ganz Nordrhein-Westfalen, die in diesem Bereich tätig waren. Wir haben insgesamt 7 verschiedene Workshop-Bereiche. Es waren 10, wir haben einige Workshops gedoppelt. Also wir hatten 10 Workshops und 7 verschiedene Themenbereiche gehabt. Es gab ein großes Interesse, ein Bedürfnis nach Grundlagen, technischen Basics, Umgang mit digitalen Medien im Distanzlernen. Was sind Voraussetzungen für Tele-UK? Was muss ich als Lehrkraft mitbringen? Was müssen die Kinder, was müssen die Eltern mitbringen? Was braucht man an technischen Voraussetzungen? Und dann hatten wir eben, jetzt eben schon gesagt, einen Workshop zu Tele-UK mit Talkern, Tele-UK und Sprachtherapie, Tele-UK mit Gebärden. Wir haben die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit schweren Autismus-Spektrumsstörungen ist an den Förderschulen geistige Entwicklung und körperlich-motorische Entwicklung sehr ausgeprägt, sodass das hier ein eigener Themenbereich war, Umgang mit herausforderndem Verhalten und Autismus und dann eben 7. noch Tele-UK in der UK-Beratung, in der Diagnostik und in der Beratungsstelle. Wie kann das gehen? Was sind die Bedarfe, was sind die Erkenntnisse aus diesen 3 Tele-UK-Konferenzen und der Befragung, die wir dann immer am Ende der jeweiligen Konferenzen gemacht haben? Zum einen ist es, wir müssen mehr achten auf die technische Ausstattung und zwar auf beiden Seiten der Leitung. Also die technische Ausstattung bei den Professionellen, aber auch die technische Ausstattung auf den Seiten der Personen, die gefördert werden sollen. Und Sie sehen hier rechts mal exemplarisch, das Kind hat eine elektronische Hilfe. Da kommt dann ein Arm hervor und das wird abgefilmt. Das ist also die zweite Kamera. Und dann kann es links zur Therapeutin schauen und zu dem, was da eigentlich Thema ist. Da haben wir einen geteilten Bildschirm. Die Therapeutin sieht dann das Bild von dem Talker und dem Kind, hat auch wieder einen geteilten Bildschirm und kann so mitverfolgen, auf was das Kind überhaupt tippt, damit es dann entsprechende Unterstützung und Anleitung geben kann. Also hier eine etwas aufwendigere technische Ausstattung ist notwendig. Die Kinder können die Geräte nicht von sich aus bedienen. Wir brauchen in der Regel einen zweiten Therapeuten. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir hieraus gewinnen konnten. Wir haben einmal den Professionellen, der in Köln sitzt. Und dann haben wir einen UK-Fachkraft, vielleicht einen gut angeleiteten Integrationshelfer, der dann neben dem Kind sitzt, neben dem Jugendlichen sitzt und versucht dann das, was von Köln aus nach Olpe zum Beispiel transferiert wird oder in die tiefste Eifel, dort werden dann die Anleitungen umgesetzt. Weitere Erkenntnisse: Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um das üben zu können, um dieses technisch aufwendige Setting einüben zu können auf Seiten der Professionellen, auf Seiten der UK-Fachkräfte. Wir brauchen Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich digitales Medien als neues Lehr-Lernformat und auch als Therapiemöglichkeit.
Also hier sind wir, glaube ich, einen großen Schritt weitergekommen, um da auch so Optionen zu sehen. Denn die UK-Förderung oder UK-Therapie, und das hat dieses erste und zweite Lockdown gezeigt, wir haben auf einmal erstaunliche Erfolge bei den Kindern gesehen. Das war jetzt nicht nur einfach so ein schlechter Ersatz, sondern wir haben auf einmal feststellen können, dass wir bei einzelnen Kindern einen erstaunlich hohen Trainingseffekt beobachten können. Die Kinder nutzen auf einmal ihre Hilfe viel selbstverständlicher als im eigentlichen Unterrichtssetting. Es geht auf einmal um echte Kommunikation und nicht mehr um gekünstliche Kommunikation. Also nicht mehr nur um Üben, sondern jetzt muss ich auch tatsächlich kommunizieren. Ich möchte was aussagen. Wir haben festgestellt, und das waren Rückmeldungen einiger Kolleginnen, dass die Konzentration bei einzelnen Kindern enorm hoch ist. Sie haben weniger Ablenkungen durch das Geschehen in der Klasse, durch die Mitschüler. Die Kinder haben eine hohe Lernintensität oder einige Kinder haben eine hohe Lernintensität gezeigt. Mehr als die Hälfte der Lehrer, also 57% der Lehrer, haben dann sogar gesagt, wir könnten uns Tele-UK sogar als Gruppenförderung vorstellen. Ich würde das als Gruppenförderung anbieten und nicht nur in der Einzeltherapie oder Einzelförderung. Auch das war ein erstaunliches Ergebnis, weil man bisher immer dachte, das geht ja maximal nur als Einzelförderung. Nein, sie würden das sowohl als Hybrid Distanzlernen machen. Das muss auch gar nicht immer nur präsent sein, aber es kann dann eben durchaus auch gerne als Gruppenförderung angeboten werden. Ein weiteres Ergebnis war, dass sich die Zusammenarbeit mit den Eltern enorm intensiviert hat. Natürlich, die Eltern waren jetzt im ersten Distanzlernen natürlich eng bei den doch sehr schwer beeinträchtigten Kindern dabei, saßen daneben, haben natürlich so ein bisschen den Co-Lehrer, hatten die Aufgabe des kleinen Co-Lehrers, sage ich mal, weil sonst ja keiner da war. Und deswegen langfristig bräuchten wir einen zweiten Professionellen auf der Seite. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass die Absprachen mit den Eltern deutlich enger waren, die Absprachen mit den Angehörigen sich deutlich intensiviert haben. Wir alle wissen, dass wenn Kinder Sprache in der frühen Phase der Sprachentwicklung sind, wenn die sprechen lernen, wenn die im Alter von 2, 3 Jahren ihre Sprache entdecken und sie ausbauen, dann läuft das ganz viel über Nachahmung. Sie sprechen nach, wir korrigieren, sie korrigieren sich. Also Sprachentwicklung läuft ganz viel durch Nachahmung und auch im Älteren. Auch wenn die Kinder älter sind, läuft viel über Nachahmung. Das haben die Kinder, die unterstützte Kommunikation nutzen, nicht. Die haben keine Vorbilder. Sie sind meistens allein in der Klasse mit ihrer Kommunikationshilfe, mit ihrem Kommunikationsordner oder mit ihrer elektronischen Hilfe. Sie können sich nicht abgucken, wie man damit umgeht. Sie können sich nicht abgucken, wie man vielleicht strategisch oder geschickt Fragen stellt. Sondern sie müssen sich ihr Gerät selbst erarbeiten. Das heißt, wir als Pädagogen oder als Therapeuten haben Modellfunktion. Und das ist so ein wesentliches Therapieprinzip, das wir eben dann auch auf den Geräten hantieren, um den Kindern zu zeigen, wie sie dann damit umgehen können. Und jetzt relativ neu hat sich jetzt auch im Kontext vom Distanzlernen hat sich noch ein neues Modell des sogenannten Videomodeling entwickelt. Das heißt, es werden kurze Videopassagen aufgenommen, in denen Handlungsabläufe aufgenommen werden. Und das können sich Kinder dann immer wieder angucken. Gerade Kinder mit Autismus können sich diese Videos angucken und haben so eine Chance, Handlungsabläufe zu lernen und zu verstehen und dann nachzuahmen. Also hier nochmal so neue Prinzipien, neue didaktische Tools, die auch entstanden sind. Eine letzte Erkenntnis aus den Tele-UK-Kongressen ist, dass wir jetzt auch noch besser einschätzen können, welche Chancen in der Tele-UK liegen zur Förderung und Therapie von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die nicht mobil sind, die
im Hausunterricht sind, die im Krankenhaus liegen über viele Wochen oder die im strukturschwachen Raum sind und die langen Fahrzeiten nicht organisieren können. Das haben wir gerade an den Förderschulen, dass Eltern nicht täglich ihre Kinder bringen können, wenn das mit dem Fahrdienst nicht mehr so einwandfrei funktioniert. Und da bietet TeleUK auch nochmal Möglichkeiten, die Förderung und die Therapie, und das könnten wir jetzt hochdenken, auch für den Erwachsenenbereich und auch vielleicht sogar für den geriatrischen Bereich oder hochdenken, UK-Förderung, UK-Therapie ist auch möglich im ländlichen und strukturschwachen Raum. Die Not war groß und wir haben, und die Not ist auch immer noch groß, und wir haben am Ende dieser drei TeleUK-Konferenzen bei uns auf der Homepage einen eigenen neuen Bereich aufgemacht, einen Forumsbereich, in dem sich die Menschen, die Interessierten austauschen können. Es gibt ein enorm hohes Interesse und Engagement in dieser UK-Community, sich hier weiter auf den Weg zu machen. Und ich denke, dass wir hier nicht nur für die UK, sondern auch langfristig für die Weiterentwicklung von Teletherapie, Sprachtherapie, Tele-UK-Therapie, aber vielleicht auch darüber hinaus Teletherapie auch in einzelnen Reha-Einrichtungen, in Pflege- und Wohnheimeinrichtungen, bis in die Wohnheimeinrichtungen hinaus Ansätze entwickeln konnten und noch dabei sind, sie weiterzuentwickeln. Es gibt doch eine Reihe an Vorteilen zur Teletherapie, Tele-UK. Wenn wir das technisch umsetzen können, wenn wir ein paar Bedingungen herstellen können, auch was die technische Ausstattung angeht, wenn wir klären können, wer ist zuständig für die Finanzierung der zusätzlichen Technik, hätten wir langfristig aus der TeleUK, glaube ich, ein paar Prinzipien, die wir auch auf andere telemedizinische, telediagnostische, teletherapeutische Bereiche übertragen können. Also nicht nur TeleUK ist nicht nur ein Ersatz, ein temporärer Ersatz, sondern hat eben auch einige Vorteile gezeigt, die wir in Zukunft, denke ich, gut nutzen können für die Weiterentwicklung auch der Versorgungsforschung. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.